Heute ist es wieder soweit. Die großartige EZB muss sich heute erklären und rechtfertigen, warum sie der Inflation so hinterherhecheln muss, warum sie der US-Notenbank Fed hinterherhecheln muss in Sachen Zinsanhebungen. Es ist sicherlich nicht leicht, als Geldpolitiker der EZB die Geschicke eines Währungsraums geldpolitisch irgendwie zu gestalten, das ist sicherlich schwierig zugegeben. Aber das, was da passiert ist bei der EZB, die mehrere tausend Mitarbeiter hat, die sich um Inflationsprognosen und Wirtschaftsprognosen kümmern sollen, was da passiert ist, ist nicht anders zu bezeichnen als ein Totalversagen. Denn da ist die Analyse falsch gewesen, die Einschätzung falsch gewesen, man hat gepennt, man hat im Grunde komplett andere Prioritäten gehabt, als sich um sein Kerngeschäft zu kümmern. Und das Kerngeschäft, das Mandat der EZB lautet, garantiere uns die Preisstabilität. Und das hat Madame Inflation Lagarde nicht gemacht. Die hat sich eher gekümmert, wie können wir die Eurozone finanzieren und auch vor allem Frankreich finanzieren. Denn Frankreich ist das mit Abstand verschuldetste Land der Eurozone, wenn wir die Gesamtverschuldung mal heranziehen. Also Haushalte plus vor allem Firmen, die in Frankreich stark verschuldet sind. Und eben auch der Staat. Darüber spricht aber keiner. Man spricht über Italien, man spricht über Griechenland, man spricht vielleicht über Portugal, aber kaum einer spricht über Frankreich. Das sollten wir vielleicht in nächster Zeit öfter tun. Aber sei es drum, schauen wir uns mal dieses Totalversagen an. Und das beginnt etwa mit einer Aussage hier aus November, 19. November 2021. Da sagt Frau Lagarde, also Rate Hike unlikely for 2022. Also unwahrscheinlich, dass im Jahr 2022 die Zinsen angehoben werden. Der Euro hat sich daraufhin erschreckt und ist gefallen. Der stand damals noch bei 1,13. Gestern haben wir feiern dürfen, dass wir die Parität wieder zum US-Dollar erreicht haben. Also hier sehen wir, da hat sich natürlich was entwickelt. Als Madame Inflation sagte, wir werden im Jahr 2022 die Zinsen nicht anheben, war die Inflation in der Eurozone bereits bei 4,9%. Das ist etwas über dem eigentlichen Ziel der EZB von 2%. Und wenn dann eine Notenbankchefin sagt, bei einer Inflation von praktisch 5%, bei Ziel 2%, nö, die Zinsen werden wir nicht anheben, dann gibt sie damit natürlich auch ein fatales Signal. Und siehe da, die Inflation, die ohnehin schon auf hohem Niveau war, stieg dann im Februar auf 5,9%. Da war Putins Invasion in der Ukraine noch nicht mit berücksichtigt. Und dann sehen wir, ging es rasend schnell nach oben auf jetzt 10%. Und die Erwartung ist heute, dass die EZB eben dieser Inflation hinterherhecheln muss. Und das hat sie ein bisschen gemacht. Schauen Sie mal an, wir hatten hier im Februar 5,9%, dann im März und April 7,4% Inflation. Was hat die EZB gemacht? Nichts, nada niente. Sie hat einfach die Zinsen bei Null belassen und erst dann im Juni angefangen, die Zinsen anzuheben. Da waren wir schon weit über 8%. Jetzt sind wir bei 1,25%. Mit der heutigen Zinsanhebung dürften wir dann von 0,75 bei 2% sein. Jetzt nochmal Thema Totalversagen. Hier sehen wir die EZB-Inflationsprognose aus dem März 2022. März 2022, wir wissen, Ukraine-Krieg, die Invasion begann am 24. Februar. März war also dieser Ukraine-Krieg etwa bereits einen Monat im Gang. Da hat die EZB prognostiziert, dass wir etwa einen Hochpunkt der Inflation so bei 5,5-5,6% sehen werden. Also nur wenig über dem, was aktuell damals schon der Fall war. Jetzt wissen wir, dass wir zweistellig sind bei der Inflation und eigentlich müssten wir laut EZB-Prognosen schon wieder so im Bereich 3,irgendwas% sein. In der Eurozone. Dem ist bekanntlich nicht der Fall. Also man sieht, da war ja schon absehbar, das wird sozusagen Lieferengpässe und all diese Dinge mit dem Ukraine-Krieg, das wird noch schlimmer werden, das wird mit Sicherheit nicht besser werden. Und hier sehen wir, wie total daneben hier dieser große Stab von EZB-Mitarbeitern liegt, der nicht zufällig von einer Politikerin geführt wird, die wahrscheinlich von der Sache nicht so wirklich viel Ahnung hat. Das kann man jedes Mal bei
diesen Pressekonferenzen sehen. Da wirkte Frau Lagarde unsicher, unsouverän, noch ganz anders als ein Mario Draghi, der da zumindest eine gewisse Autorität und auch eine Fachkompetenz ausstrahlen konnte. Und jetzt gucken wir uns mal an, das was noch kommt, nämlich die sogenannte Pipeline-Inflation, also die Erzeugerpreise. Da sind wir in der Eurozone ganz entspannt einmal über 43%. Das bedeutet, viele Firmen haben ja Verträge, die irgendwann auslaufen. Dann müssen die neu abgeschlossen werden. Und das heißt, diese Erzeugerpreise, die werden sich erst sozusagen durchs System fressen. Das dauert, bis das sozusagen sich dann dominoartig verbreitet im Prinzip. Das heißt, da kommt noch einiges auf uns zu. Und als Frau Lagarde eben gesagt hat, ja, nö, wir werden die Zinsen nicht anheben im Jahr 2022, gucken Sie mal hier, November 2021, da waren die Erzeugerpreise auch schon fast bei 24%. Also jeder, der 1 und 1 zusammenzählen konnte, hätte wissen können müssen, dass hier Druck weiter auf die Inflation kommt. Und wenn ich dann als Notenbankchef sage, nö, wir werden die Zinsen nicht anheben, dann habe ich natürlich einen an der Waffel oder ich bin inkompetent. Man muss es leider so deutlich formulieren, meine Damen und Herren. Und ja, natürlich ist viel dieses Anstieges, wie wir hier aus den Inflationsdaten aus dem September sehen, der Eurozone. Da ist viel natürlich Energy, über 40%, aber Sie sehen hier weder bei Services noch bei Non-Energy Industrial Goods, All Items, Food, Alcohol und so weiter, nichts ist mehr unter 4-5%. Also die Dinge sind nicht nur durch die Energiepreise so stark eskaliert. Frau Lagarde hat ja immer wieder gesagt, ja, was können wir denn für die Energiepreise, wenn wir die Zinsen anheben, dann senkt das doch nicht die Energiepreise. Doch, Frau Lagarde, indirekt schon, indem man den Euro damit ein bisschen stärkt, denn vieles wird ja in Dollars eingekauft auf Rohstoffebene. Jetzt auf einmal sagt sie nicht mehr, dass man die Energiepreise ja nicht beeinflussen könne durch Zinsanhebungen. Jetzt hebt man die Zinsen an. Also man hat auch das Vertrauen in das eigene Argument verloren. Diese Energiepreise, by the way, sind durch eine großartige Energiepolitik bereits im Jahr 2021 ja bereits sehr, sehr stark gestiegen. Hat also ist dann durch den Ukraine-Krieg nochmal radikalisiert worden. Aber der Trend war ohnehin schon da, weil es politisch gewollt ist, eben vor allem fossile Energieträger teurer zu machen. Das ist ja die erklärte Absicht mit der Folge jetzt, dass wir natürlich ein massives Handelsbilanzdefizit haben. Jahrzehntelang war der Eurozone vor allem wegen Deutschland mit einem Handelsbilanzplus versehen und all das natürlich im Namen der guten Sache, der Energiewende. Wir retten die Welt, nur ist das Problem, wie wir hier unten rechts in dieser Grafik sehen, die jetzt nicht auf dem allerneuesten Stand ist, aber zeigt etwa die Dimension, die Relationen, die nach wie vor der Fall sind. Die CO2-Emissionen der Welt steigen, die CO2-Emissionen Deutschlands sind bis zur kleinen Kehrtwende von Habeck und Co. gesunken. Und hier sehen wir mal den Gesamtbeitrag Deutschlands zur CO2-Emission, verschwindend gering. Gleichzeitig fahren wir alles gegen die Wand, deindustrialisieren uns und sagen, jetzt sind wir aber die Guten, ihr müsst uns folgen. Und dann sind wir ein bisschen überrascht, dass keiner uns folgt. Wo sind denn die alle? Ich bin doch vorausgelaufen. Allerdings stand da eine Wand, gegen die ich geprallt bin. Aber das konnte man ja vorher nicht wissen, meine Damen und Herren, nicht wahr? Wände kann man ja nicht sehen. Und so geht es eben der EZB jetzt, die hat Vollgas gegeben und hat viel zu lange die Geldpolitik sogar noch weiter aufgeweicht und muss dann plötzlich voll in die Eisen treten. Hier sehen wir mal die Entwicklung von Inflation, Bilanz, Summe der Eurozone und eben den Maßnahmen der Leitzinse der EZB. Und wir sehen mit Mario, es gibt bei Jean-Claude Trichet nochmal den Versuch, die Zinsen anzuheben, dann allerdings Finanzkrise, da hat er dann schnell zurückgezuckt. Dann kommt Mario der Göttliche, der dann die Zinsen sogar in den Negativbereich senkt, bei den Einlagezinsen. Und gleichzeitig sehen wir dann schon erste Inflationsanzeichen, aber sehr, sehr milde. Bilanzsumme der EZB wächst und kaum ist Christine Lagarde am Ruder. Teilweise kann sie nichts dafür, natürlich wegen Corona. Da sehen wir, dass diese Bilanzsumme sich massiv ausweitet und die Inflation nach oben geht. Interessant ist natürlich, dass mit Mario Draghi ein Notenbanker dann Politiker wurde, während Frau Lagarde Politikerin war und dann Notenbankerin wurde. Das zeigt vieles, was da sozusagen der Fall ist, dass die EZB natürlich keine
irgendwie unabhängige Instanz ist, sondern ein politisches Instrument ist, eine Art Planungskommission hier der Geldpolitik, unsere sozialistische Errungenschaft, vorwärts immer, rückwärts nimmer, mit Frau Lagarde gehen wir nur in Richtung, naja, Glückseligkeit, wie auch immer man es bezeichnen kann. Und zu dieser Glückseligkeit gehören dann solche Instrumente, die man kürzlich eingeführt hat, jetzt im Juli, TPI, Transmission Protect Instrument, wo man also faktisch sagt, naja, wenn es eng wird, dann kaufen wir wieder Anleihen, vor allem der sogenannten Problemstaaten, Italien, Griechenland, Portugal und Spanien, und verkaufen, um unsere Bilanzsumme nicht wieder zu erhöhen, gleichzeitig Anleihen von Deutschland, Niederlande und interessanterweise auch Frankreich, was mich ein bisschen wundert. Aber wenn wir schon mal uns die Begründung für dieses TPE anhören, dann heißt es hier, das kann aktiviert werden, um ungerechtfertigten, ungeordneten Marktentwicklungen entgegenzuwirken. Also die EZB maßt sich an zu beurteilen, welche Marktbewegungen ungerechtfertigt sind. Sie hätte sagen können, die sind ungewünscht, aber nicht ungerechtfertigt, denn gerechtfertigt sind Marktbewegungen allermeistens. Eben haben wir ja jetzt die Situation, dass die EZB gerechtfertigte Marktbewegungen ja unterdrückt hat, indem sie Anleihen gekauft hat, denn sonst wären die Risikoprämien, die Anleiheprämien, die Anleiherenditen für viele Anleihen, Staatsanleihen in Europa deutlich höher. Also, wir erwarten heute einen 75 Basispunkte Schritt. Dann ist aber die Frage, wie geht es weiter? Nochmal 120 Basispunkte obendrauf, dann finito. Jedenfalls sehen wir, dass die Bilanzsumme der EZB null geschrumpft ist. Das ist im Gegensatz etwa zu den Bilanzsummen der Fed und der Bank of England. Und gleichzeitig sehen wir, dass eben diese Bilanzsumme bei 81% des BIPs der Euro ist. Dagegen ist die Fed mit 35% geradezu ein Waisenknabe, und während alle anderen praktisch schon ihre Bilanzsumme reduziert haben, ist die EZB der EZB das noch nicht gelungen. Wir sind nicht nur bei den Zinsanhebungen viel zu spät dran, sondern eben auch bei der Reduzierung der Bilanzsumme. Die Fed hat ja immerhin im November 2021, als Lagarde noch sagte, wir werden die Zinsen 22 nicht anheben, hatte Jerome Powell wohl auf Geheiß von Joe Biden diese Kehrtwende gemacht. Es hat dann bis März gedauert, bis man die Zinsen angehoben hat. Wir haben dann nochmal wertvolle Monate verloren und müssen jetzt eben, oder die EZB muss dann eben jetzt die Vollbremsung einleiten. Und das in einer Situation, wo der politische Widerstand gegen diese Vollbremsung natürlich immer größer wird, weil die Wirtschaft so deutlich gegen die Wand fährt. Jetzt hat der Meloni gesagt, das ist nicht gut, dass die EZB das macht. Das wird die Kreditvergabe an Familien und Unternehmen schwieriger machen. Und auch Monsieur Macron sagt, ich sehe mit Sorge, dass viele Experten und bestimmte europäische Geldpolitiker uns erklären, dass wir die Nachfrage in Europa brechen müssen, um die Inflation besser einzudämmen. Also der Widerstand wird jetzt größer. Da bin ich mal gespannt. Man muss sehr vorsichtig sein, so sagt Macron. Und da bin ich mal gespannt, wie die EZB sich da rauswinden will. Und ja, klar, hier sehen wir das nochmal in einem Schaubild. Hast du Problem Inflation, erhöhst du die Leitzinsen, dadurch senkst du die Kreditnachfrage und die Geldmenge, dadurch sinkt die Nachfrage und dadurch hast du weniger Inflation, aber du hast eben einen Abschwung. Und auf der linken Seite sehen wir Problem Rezession, und irgendwie waren wir gefühlt in den letzten 300 Jahren in einer Rezession. Leitzinsen senken, Kreditnachfrage und Geldmenge steigern. Eben durch Quantitative Easing, Nachfrage steigt, Aufschwung, naja, der Aufschwung kam nicht so richtig, aber die Inflation als Risiko, die haben wir dann dankenswerterweise bekommen. Und all das vor dem Hintergrund, meine Damen und Herren, dass die demografische Situation in Europa ja extrem ungünstig ist. Wir sind nicht zufällig die sogenannte alte Welt. Wir haben die geringste Geburtenrate aller Kontinente und die höchste Lebenserwartung aller Kontinente. Und das wird natürlich ein Riesenproblem, ein demografisches Problem, ein Finanzierungsproblem. Wie sollen diese vielen Menschen, alten Menschen finanziert werden? Das kommt noch oben drauf zu dieser ganzen Thematik, die wir derzeit haben. Also das nur mal als kleiner Gedankenblitz sozusagen, wie dramatisch die Situation auch langfristig ist. Und hier sehen wir Lagarde, Paul und von der Bank of Japan, Kuroda, die so einen Handstand machen und sagen, aber die Welt steht irgendwie Kopf. Da ist was nicht in Ordnung mit dieser Welt, aber es ist wahrscheinlich etwas nicht in Ordnung mit den Notenbanken. Das ist das große Problem, das wir haben, und da muss sich was ändern. Wenn wir über Notenbanken sprechen,
Da habe ich hier fast mein Kabel nennen. Ich hoffe, Sie hören mich noch jetzt. Jedenfalls, wir sehen, dass ein bisschen Hoffnung ja jetzt im Markt war. Nicht ein Pivot, nicht eine Wende der Fed, sondern eine Pause, also dass sie das Zinsanhebungstempo ein bisschen verlangsamt. Das hat unter anderem dazu geführt, dass der Dollarindex nach unten gegangen ist. Heute haben wir Bruttoinlandsproduktzahlen. Erste Veröffentlichung, also Vorabschätzung zu der Wirtschaftsentwicklung, zum BIP in den USA, extrem wichtig erwartet, der plus 2,4% und das liegt auch und vor allem an dem geringen Handelsbilanzdefizit der Amerikaner. Die verkaufen uns jetzt teures Gas, Geld macht die Bilanz, die Handelsbilanz der Amerikaner deutlich besser. Das wird wichtig, 14.30 Uhr, die EZB ja 14.15 mit der Entscheidung und 14.45 dann mit der Pressekonferenz, aber zurück in die USA. Hier sehen wir, dass das von der Fed ganz klar favorisierte Rezessionssignal eingetreten ist, nämlich eine Inversion der Zinskurven der 3-monatigen und der 10-jährigen US-Staatsanleihe, derzeit fast alles invertiert, also alles deutet auch in den USA auf eine Rezession. Das wird bestätigt durch die Zahlen von Microsoft, weniger PC-Nachfrage, Alphabet, geringere Nachfrage von Werbetreibenden. Das sehen wir jetzt bei Meta-Platforms, die praktisch sagen, da könnten wir Schwierigkeiten auf uns zukommen sehen. Man hat aber gleichzeitig die Mitarbeiterzahl um 28% innerhalb eines Jahres angehoben. Die Aktien nach den Zahlen, die jetzt an sich gar nicht so schlecht waren, es war der Ausblick, nochmal 20% runter, nur noch knapp über 104 Dollar. Zweitgrößter Rückgang in History vor Facebook, weil man eben von Revenue Challenges spricht, also von Problemen, von Herausforderungen in Sachen Umsatz. Das lässt Böses erahnen. Gilt das auch für Apple und Amazon? Amazon heute 22 Uhr. Finanzmarktwert, meine Damen und Herren, da werden Sie informiert und vor allem 22.30 Uhr. Apple, die sich ja noch relativ gut gehalten hat, wird da sozusagen erkennbar, dass etwa iPhone-Nachfrage schwächer ist. Wir werden darüber berichten. Werden jetzt Shorties nervös, weil der Markt sich ja trotz Google und Microsoft im Abverkauf dieser beiden Aktien sehr gut gehalten hat. Naja, jetzt kommt Meta. Es sieht so ein bisschen aus, als müssten wir gerade bei den Tech-Werten noch tiefer gehen, meine Damen und Herren. Das ist meine Einschätzung. Wir haben hier dieses Doppeltop oben jetzt gemacht im Nasdaq 100. Und wenn es gut läuft, denke ich, dann kämen wir so um die 11.000, da ist nochmal Unterstützungszone. Das war das Tief aus dem Juni. Das sieht mir so aus, als würden wir das mindestens anlaufen, vielleicht sogar nochmal ein neues Tief machen. Meine persönliche subjektive Einschätzung, meine Damen und Herren, Chart von Capital.com hier zum Nasdaq. Und abschließend zwei Empfehlungen. DAX, Bullen sind am Ruder, Luft wird aber dünner. Warum das so ist, wo die relevanten Marken sind, was Sie beachten müssen, erfahren Sie in diesem Artikel. Und der zweite Artikel auch. Auch interessant, EZB will Gewinne der Banken als Telco-Krediten begrenzen. Das Ende eines genial einfachen Geschäfts, das die Banken gut genährt hat, aber das jetzt enden soll. Sehr zum Missfallen dieser Banken. Also zwei Artikelempfehlungen. Ich empfehle mich jetzt auch und sage Servus und Ciao.